Ja, wir waren ja im Sommer 3 Wochen mit den Motorrädern im Urlaub und was wir alles mitgenommen haben und vor allen Dingen, wie wir das untergebracht haben, das zeigen wir euch in diesem Video. Ja, wie ihr seht, wir haben unsere Motorräder hier über den Winter im Wohnzimmer stehen. Da stehen sie schön warm und trocken. Und wie haben wir das mit dem Gepäck gelöst? Wir haben, wie gesagt, zwei Naked Bikes letztes Jahr schon gehabt. Das waren unsere ersten Motorräder. Und wir wollten aber trotzdem eben damit schon in den Urlaub fahren. Stellt sich die Frage, wie bringe ich da möglichst viel Gepäck unter? Ist ja ein bisschen schwierig. So große Koffersysteme, solche riesen Alu-Koffer oder sowas, sind hier zum Beispiel an der Triumph. Kann man die nicht befestigen. Deswegen haben wir uns für eine Softgepäcklösung entschieden. Wir haben uns jeder so eine Tasche von der Firma Krieger gekauft, so eine 30-Liter-Tasche. Das zeigen wir euch jetzt gleich mal, wie wir das gemacht haben. Okay, was haben wir alles mitgenommen? Also vorweg muss man sagen, dass wir uns auf eine Hoteltour ausgerichtet haben. Wir campen auch total gerne, aber jetzt Zelt, Schlafsack, Kochgeschirr und sowas auch noch alles mitschleppen, ja, kriegt man auf dem Naked Bike bestimmt auch irgendwie unter. Das haben wir für diese Tour erstmal bleiben lassen. Also, was haben wir eingepackt? Ein paar Schuhe, oder 5 Paar frische Socken, 5 Unterhosen, 5 T-Shirts. Kurze Hose, lange Hose, was Langes irgendwie für Abend oder wenn es ein kleines bisschen frischer ist, zum Überziehen. Badehose und ein Handtuch, weil wir dann natürlich noch in den Pool wollen. Schlafanzug, Erste-Hilfe-Set. Ja, und ganz einfach Zahnbürste, bisschen Waschzeug, Minimalausstattung. Und das ganze Geraffel passt im Grunde eben auch relativ komfortabel in eine 30-Liter-Tasche. Und das zeigen wir euch gleich mal, wie das zusammengepackt aussieht. Ein Satz noch dazu: Wie kommt ihr denn mit 5 Unterhosen und 5 Paar Socken aus und 5 T-Shirts? Wenn du tagsüber deine Motorradklamotten anhast und darunter ganz normale Funktionskleidung, die kannst du auch durchaus mal abends im Hotel mal durchwaschen. Die wird relativ schnell wieder trocken. Und wenn du halt die normalen Baumwollklamotten nur morgens mal zum Frühstücken und abends im Restaurant zum Essen gehen anhast, ah, dann halten die schon noch mal ein paar mehr Tage als irgendwie nur einen. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie wir das Gepäck auf dem Motorrad befestigt haben. Hier am Beispiel von der Trident jetzt einmal. Also ich nehme mal hier den Sitz ab. Und bei dem Kriegersystem ist es so, dass man so ja, Art Bandschlingen hat, also so Schlaufenbänder hat, die man hier um den Rahmen schlingen kann. Das ist bei der Trident nicht ganz so einfach, weil es da nicht viele Möglichkeiten gibt. Aber auch das habe ich hinbekommen. Also einmal unter den Sitz und dann kann man hier um den Rahmen herum diese Schlingen befestigen. Kann man es in der Länge noch so ein bisschen einstellen, auch hier hinten. Das funktioniert wunderbar. Dann kommt die Sitzbank mal wieder drauf. So, Sitzbank ist drauf. Das ist die gepackte Tasche. Ich habe es eigentlich dann immer so quer befestigt. Und ja, an der Tasche sind dann solche Haken eingeklippt an 4 Seiten oder an 4 Stellen. Und mit diesen Haken kann man das eben mit den Schlaufen befestigen, die ich jetzt eben hier unten am Rahmen befestigt habe. Da muss man immer mit der Länge nochmal so ein bisschen gucken, ob das passt. Kann man aber auch alles in der Länge dann einstellen. Das ist eigentlich wirklich ein richtig schönes System. Festzurren mache ich dann zum Schluss. Ich schlaufe das hier alles einmal so ein. Zack, zack. Dann kann man das Ganze nochmal so ein bisschen stramm ziehen, damit sich das beim Fahren nicht löst. Und das hält auch wirklich richtig super. Also wir haben ganz wenige Fälle gehabt, wo wir mal so ein bisschen nachspannen mussten unterwegs. Da sieht man schon tipptopp. Dann hatten wir jeder noch eine kleine Tasche obendrauf. Da haben wir unsere Regenklamotten drin gehabt. Also, ne, falls es tatsächlich mal unterwegs angefängt zu regnen, und wir hatten den Fall ja auch, dass man da schnell rankommt und nicht das ganze Gepäck auseinanderpflücken muss. Ja, und die Taschen, das ist eben das Schöne an diesem Krieger-Gepäcksystem. Die Tasche kann man dann einfach obendrauf schlaufen. Ne, das ist also sehr praktisch. Schnell gemacht, man kommt schnell dran. Da muss man es natürlich auch einschlaufen. Ja, wunderbar. Die Taschen sind wasserdicht, also auch kein Problem, wenn es dann mal anfängt zu regnen. Das war auch natürlich ein Kaufkriterium. Und dann haben wir hier dann noch einen recht großen Tankrucksack dabei gehabt. Hier bei mir von SW Motec. Den kann ich hier einfach auf diesen Tankring draufklippen.
Ist auch wirklich ein super System. Ja, und ne, wir haben einen recht großen Tankrucksack genommen, einfach aus dem Grund, weil wir nicht viel Gepäckplatz haben. Und ja, was hat man da so drin? Ne? Noch ein zweites Paar Handschuhe, falls die Hände mal nass werden. Sonnenbrille. Erste-Hilfe-Set nicht zu vergessen, muss man mitführen. Eine Schirmmütze und dann ist da natürlich noch eine Flasche Wasser drin gewesen. Portemonnaie und manchmal auch noch ein kleiner Snack für unterwegs, falls man dann unterwegs dann doch mal so schnell nichts zu essen findet. Ja, das ist eigentlich unsere Gepäcklösung und mit der sind wir 3 Wochen wunderbar klargekommen. Ja, so sieht das Ganze bei mir auf der Yamaha aus. Hab auch einen relativ großen Tankrucksack dabei. Da ist die Regenkombi drin, das ganze Kamerazeug und sowas, Portemonnaie und ja, eigentlich das gleiche Zeugs wie bei Melli auch. Was ich ziemlich cool finde, ist, die Taschen kannst du längs oder quer oder irgendwie sonst wie draufschnallen. Es ist beliebig alles miteinander kombinierbar und kompatibel. Du kannst diese kleinen Extrataschen oben draufschnallen, hinten drauf, an der Seite, was gerade irgendwie am besten passt. Und was ich auch ganz cool finde, ist, dass da unendlich viele Schnallen und Strapse dran sind, damit du auch wirklich alles richtig festzurren kannst. Also da flattert nichts bei einer Autobahnfahrt oder irgendwie sowas, denn das ist schon echt irgendwie bombenfest. Und ich finde, dass es eine relativ einfache und komfortable Lösung ist, mit schönem, schmalen Gepäck leicht und einfach unterwegs zu sein. Ja, wir haben noch relativ viel vor dieses Jahr. Wir wollen zur Bike Shed Motorshow nach London. Wir haben eine große Tour geplant durch Südfrankreich mit 9 Motorrädern. Also es gibt auch noch andere Motorräder dieses Jahr. Im Herbst geht es nochmal zum Enduro-Fahren nach Andalusien. Also wir haben ziemlich viel auf dem Zettel. Also abonniert unseren Kanal und seid dabei!